Oben wird bloß ein Wachposten sein. Yep. Yep. Oh, schlecht. Ganz schlecht. Wer baut denn hier so eine Lücke hin? Wo bin ich denn? Das war jetzt scheiße. Wer macht denn sowas? Oh nee, nee. Oh kommt Leute, das ist doch scheiße hier. Ganz ehrlich, das ist Mist sowas. Nee, leck mich. Lass mich mal. Ich will nicht. Ich laufe. Ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Mann. Ich wollte nur von der Treppe runterhüpfen. Und dann muss ich gleich wieder irgendwo runterfallen und da sind wieder Massen von Gegnern. Ist klar. Deswegen hasse ich Nordma. Nordma ist so eine Mistecke, ganz ehrlich. Ach, es gibt nichts Schlimmeres als Nordma. Ich weiß nicht, wie man das schön finden kann hier. Varrant ist so viel angenehmer. Laufe ich eigentlich richtig? Ja. Hüpf. So, wieder hin. Immerhin leben wir noch. Sehen wir es mal von der positiven Seite. Wir hätten ja auch schon bei dem Sturz uns ein Knöchelchen anknicksen können und dann im Kampf dort sterben, weil wir nicht kämpfen hätten können, weil wir immobil gewesen wären. Oder so. Was weiß ich. So, wir haben nämlich noch hier hinten mindestens zwei NPCs abzuklappern. Einmal den Chef und dann noch jemanden, den man nicht unbedingt hier erwarten würde, würde ich sagen. Der sich aber hier hinten hin verkrochen hat. So, da oben vielleicht? Ich gucke erstmal hier hinten. Blöde Lücke! So, am Ende ist ja noch nicht mal was. Doch, da haben wir den, der sich hier verkrochen hat und den man nicht unbedingt hier erwarten muss. Hallo, Lee. Du hier. Ich glaube, es gibt keinen Ort, an dem du nicht auftauchst. Nein, gibt es nicht. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Schon gut, weck dich ab. Ich hätte nur nicht mit dir gerechnet. Hier, am Ende der Welt. Wie sieht's aus? Eigentlich hatte ich ja vor, Roba einen Besuch abzustatten. Aber der Feigling hat sich hinter einer Barriere versteckt. Du weißt ja, wir haben da noch was aus der Welt zu räumen. So kann man es natürlich auch sehen. Roba hat sich hinter der Barriere versteckt, genau. Die Sache mit dem Knast. Genau. Das wird er noch bereuen. Niemand schmeißt mich ungestraft ins Gefängnis. Auch nicht der König. Ich glaube, es gab keinen Tag in Korinnes, an dem ich nicht daran gedacht habe, Roba gegenüberzustehen. Was hast du vor? Wir müssen in den Palast des Königs kommen. Wir? Ich brauche deine Hilfe. Hast du vergessen, wer dich in die Kolonie geschickt hat? Es ist Zeit für Gerechtigkeit zu sorgen. Der König ist stark. Aber gemeinsam können wir ihn töten. Mhm, ist klar. Was hast du vor, wenn der König tot ist? Das werde ich dann sehen. Der Krieg ist eh verloren. Keiner weiß, was dann passiert. Wie kann ich dir helfen? Wir müssen in den Palast des Königs kommen. Es gibt Teleportsteine dorthin. Wir brauchen zwei. Einen für dich und einen für mich. Einst gab es nie in der Burg der Paladine so einen Stein. Für den Notfall. Bring sie hierher. Oh, super, klar doch. Haben wir beide, ja? Ich habe die beiden Teleportsteine zum Palast. Einen zum Tempel und einen direkt zum König. Ach so. Gib mir den zum Tempel. Ich werde dort auf dich warten. Ich sehe dich in der Barriere. Okay. Tschüss, Eli. Bis bald. Gut, das wusste ich gar nicht. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, das jemals gemacht zu haben. Das wusste ich gar nicht, dass ich Lee dann meinen Teleportstein zum Tempel gebe. Auch interessant. Ich habe aber ehrlich gesagt gar nicht unbedingt Lust, jetzt Lee da zu begleiten und zu helfen, den Roba fertig zu machen. Ist auf jeden Fall interessant, dass Lee sich an den Arsch der Welt verkrochen hat, um dort zu sitzen und sich drüber zu ärgern, dass Roba hinter einer Barriere steckt. Was ist das denn bitte? Also ehrlich mal. Kriegst du mich? Brauchst du Waffen? Ich habe Waffen. Erstklassige Äxte. Es gibt in Nordma keine bessere Ware als meine. Ingvar vom Hammer-Clan ist vielleicht ein bisschen besser. Mhm. Also nur Scheiß. Ich sehe es schon kommen. Erzähl mir was über die Gegend. Da gibt's nicht viel. Eis und Schnee. Ach ja. Und es gibt das Kloster in den Bergen. Hab aber schon länger nichts mehr davon gehört. Wenn du genaueres wissen willst, rede mit Friedhof. Er ist ab und zu beim Kloster. Okay, das machen wir doch gleich. Ist ein bisschen traurig, dass jemand über seine Heimat nur sagen kann, hier gibt's nicht viel, nur Eis und Schnee. Wie komme ich zum Kloster? Unten am Dorf führt ein Weg in die Berge.
Folge ihm. Das werden wir dann auch machen, sobald wir hier durch den Feuerclan durch sind, denn ich finde das Kloster eigentlich ganz interessant, muss ich sagen. Kannst du mir zeigen, wie man schmiedet? Bei Enos, das kann ich. Aber ich zeige dir nicht, wie man reine Erzwaffen schmiedet. Ja, ja. Dafür musst du zum Hammerclan gehen. Kannst du ja auch gar nicht machen. Zeig mir, wie man schmiedet. Hast du dein Handwerkszeug und die Rohstoffe dabei? Ja. Was meinst du? Glaubst du, ich schenke dir die Rohstoffe? Stahl ist wertvoll. Zu wertvoll, um ihn von einem Lehrling ruinieren zu lassen. Was brauche ich? Ein Schmied braucht seinen eigenen Hammer. Das ist schon mal klar. Bring einfach mal 30 Schmiederohrlinge mit. Wenn du Glück hast, bekommst du 10 gute Klingen daraus. Geht's dir sonst noch gut? Hier sind deine Rohlinge. Den Hammer habe ich auch dabei. Gut, das dürfte reichen. Bist du bereit, die Ausbildung zu beginnen? Okay, habe ich ja noch Glück gehabt, dass der Held wieder Eis in seinem Arsch stecken hat. Auch wenn es mal 30 Schmiederohrlinge sind, warum auch nicht? Zeig mir deine Ware. So, ansonsten hätte ich doch hier bestimmt auch welche kaufen können, oder? Nee, ich sehe keine. Naja, gut, dann nicht. Was haben wir denn hier eigentlich? Ey, Bastardo! Nur Kram. Ist doch nicht zu fassen. Das kostet eigentlich so eine ganz teure Rüstung. Hier oben schwer. 165.000. Na spitze. Das kriegen wir nie zusammen. Was heißt nie? Also es sind ja nur noch 40.000, die fehlen. Aber ich meine, wir haben ja jetzt auch schon eine ganze Weile gespart und haben es immer noch nicht zusammen, ne? Das ist schon ein ganz schöner Wucher, die teuren Rüstungen. Da muss man sich dann schon im Klaren drüber sein, für welche Fraktionen man sich die teure Rüstung holen will. Geht nicht für alle, ist einfach zu teuer. So, Orktöter. Ja, hier oben müsste ja jetzt irgendwo mal der Chef noch sein. Genau, Kurs. Innos sei mit dir. Du bist ein Kämpfer, kein Pilger. Das sehe ich. Kommst du aus Myrtana? So ungefähr. Dann hast du schon erlebt, was uns noch bevorsteht. Mensch, da hat er ja ein gutes Auge bewiesen, dass ich ein Krieger bin. Wie ist er nur darauf gekommen? Pilger? Wieso sollte ich ein Pilger sein? Nun, das Innos-Kloster in den Bergen hat früher oft Pilger aus dem Mittelland angelockt. Aber seit dem Krieg ist kaum noch jemand gekommen. Ach Mensch, ich ruhe mich ja immer hinten aus und lehne mich ein bisschen zurück. Dabei muss ich auch ab und zu mal was drücken. Tja. Wie komme ich zum Kloster? Folge einfach dem Weg unten am Fuße des Dorfes in die Berge. Ist in letzter Zeit ein Pilger hier vorbeigekommen? Pilger? Nein. Ein junger Feuermagier war vor kurzem hier. Er ist aber direkt weiter zum Kloster. Er schien es eilig zu haben. Hatte er einen Namen? Milo? Nein. Milton. So heißt er. Wer sonst sollte es sein, wer anderes als Milton, aber der hatte ja auch, glaube ich, ganz am Anfang des Spiels gesagt, dass er nach Nordmar gehen will, um die Geschichte mit der Magie zu ergründen, weil er sich hier ja am meisten Rat versprochen hat oder am meisten Wissen, glaube ich. Oder hat er gesagt, dass er nach Nordmar will oder nur nach Norden? Naja, egal, jedenfalls ist er hier zu finden. Und da ist er auch genau richtig, wie wir dann gleich noch sehen werden, denn dieses Kloster ist nicht irgendein Kloster. Ich muss ja sagen, ich finde es nicht wirklich schön gestaltet, das hätte man eigentlich viel, viel cooler machen können. Aber es gibt halt etwas Besonderes in diesem Kloster, sagen wir es mal so. Was steht euch bevor? Der Kampf um das Überleben der Clans. Orks streifen ungestraft durch unser Land und wir verkriechen uns in unseren Dörfern. Aber damit ist jetzt Schluss. Der Feuerclan wird sich die Macht unserer Ahnen holen und die Orks aus unserem Land verjagen. Ja. Erzähl mir was über den Feuerclan. Wir sind die besten Krieger Nordmars. Wir kämpfen für Innos gegen die Orks. Wieso für Innos? Er zeigte unserem Clan, was es heißt, stark zu sein. Sein Feuer wärmt unsere Hütten und heizt unsere Schmiede. Es ist nur recht, dass wir es ihm mit Orkblut zurückzahlen. Kannst du mich trainieren? Natürlich kann ich dir was beibringen. Ich bin der Chef der besten Krieger von Nordmar. Muss ja nicht heißen, dass du selbst ein Krieger bist, wenn ich das mal so feststellen darf. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Lass mich raten, ich kann nichts Besonderes lernen bei dir. Große Waffen. Wie töte ich einen Ork, was nicht geht, weil ich nicht große Waffen lernen will? Sinnlos. Ich bin auf der Suche nach Xardas. Der schwarze Magier? Er ist mit den Orks im Bunde. Du weißt, wo er ist? Nein,
Und wenn ich es wüsste, würde ich ihn töten. Er hat Innos verraten. Ja. Was ist die Macht der Ahnen? In Nordmar gab es schon immer große Krieger, geschickte Jäger und die besten Schmiede der Welt. Die meisten von ihnen haben wir vergessen. Aber die größten von ihnen wurden in Grabhöhlen bestattet. Ihre Fähigkeiten sollten den Clans über ihren Tod hinaus dienen. Wie das? Jeder dieser Helden hat vor seinem Tod einen Ahnenstein angefertigt. Ein Stein von uralter Magie. Die Kunst, sie herzustellen, ist ebenso verloren gegangen wie das Wissen um ihre Herkunft. Die Ahnensteine verleihen demjenigen, der sie an ihren vorgesehenen Ort bringt, die Fähigkeiten seines Erschaffers. Na, das klingt doch positiv, oder? Was hast du vor? Ich habe meine 6 besten Krieger zu den Grabhöhlen geschickt. Dort werden sie alles lernen, was wir für den Kampf brauchen. Ich mache mir große Sorgen. Sie hätten längst zurück sein sollen. Dafür kann es nur einen Grund geben. Sie sind tot. Die 6 besten Krieger. Wir wissen ja noch, was wir da für einen getroffen haben. Warum hast du deine Krieger jetzt erst losgeschickt? Die Ahnensteine lagen lange in unseren Truhen. So lange, dass wir ihre Bedeutung vergessen hatten. Aber ich hatte einen Traum. Ich sah, dass die Ahnen sich im Zorn über die Orks aus ihren Gräbern erhoben. Sie wollten kämpfen gegen die Orks. Da wusste ich, was ich zu tun hatte. Kann ich helfen? Vielleicht ist es besser, wenn wir nur einen Krieger schicken. Einen wirklich starken Krieger. Bist du gut genug? Gut genug für was? Dir die Macht der Ahnensteine zu holen. Na klar. Willst du es ausprobieren? Ich werde mir die Macht der Ahnensteine holen. Ich hoffe, dass deine Tatenkraft genauso groß ist wie dein Mut. Es kann sein, dass du gegen die Geister der Ahnen kämpfen musst. Sie sind zornig. Aber nimm darauf keine Rücksicht. Es geht um alles. Die Geschichte wird uns recht geben. Ja, wir haben das schon einmal hinter uns. Wir wissen noch, wie das aussieht. Was ist, wenn deine Krieger noch leben? Egal, wir schicken einen. Dich. Eine Axt ist besser als 6 Messer. Sie sollen dir ihren Ahnenstein geben. Es ist interessant, dass er uns so übelst vertraut, dass wir so ein starker Kerl sind. Er kennt uns doch überhaupt nicht eigentlich. Wie finde ich die Ahnensteine? Ich habe eine Karte. Dort sind alle Grabhöhlen eingezeichnet. Geh dorthin. Ich bin sicher, dort wirst du die Spuren meiner Krieger finden. Klingt gut. Pass auf. Die Toten in Nordmar sind mächtig. Das lass mal meine Sorge sein. Ich habe dich nur gewarnt. Passt schon. Kriegen wir hin. Die Ahnen sind erwacht? Ja. Du musst vorsichtig sein. In ihrer Wut können sie Freund und Feind nicht unterscheiden. Du wirst gegen sie kämpfen müssen, um die Ahnensteine an ihren Ort zu bringen. Aber zögere nicht. Sie sind schon tot. Gib ihnen die Ruhe, die sie verdienen. Ist ja auch nicht so, als wäre ich jetzt ein wirklicher Freund, muss ich mal so sagen. Na gut. Verdammt. Was ist denn? Du solltest jetzt gehen. Ja, stöhnt sie rum. Was wir noch brauchen, ist ein Teleportstein. Den haben wir noch nicht. Und natürlich wissen die Ahnen auch nicht, dass wir Freunde sind. Denn so wirklich Freunde sind wir ja nicht. Wir sind Fremde. Ich weiß auch nicht, warum die uns so sehr vertrauen, dass die uns ihre größten Heiligtümer anvertrauen wollen hier. Aber kennen wir ja alles schon. So, jetzt muss ich mal wieder die Hütten abklappern, um den Teleportstein zu finden. Das ist ja auch nichts Neues. Und diesmal taucht er leider nicht wie von Zauberhand auf, gleich sobald ich daran denke. Kann ja auch nicht immer klappen, ne? Hat ja schon bei den anderen 2 Clans geklappt. Dann kann das beim Feuerclan nicht auch so sein. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt zumindest relativ zeitnah den finden werden, damit wir dann wieder aufbrechen können. Hier auch nicht. Ich weiß gar nicht, was wir dann als erstes angehen. Ob wir zuerst jagen gehen wollen mit Life oder ob wir zuerst mit den Orks, also gegen die Orks kämpfen wollen. Oder ob wir nicht vielleicht doch erstmal zum Kloster gehen. Ich glaube, das fände ich bald am interessantesten, einfach erstmal zum Kloster zu gehen. Sobald wir den Teleportstein haben, ist es ja dann auch nicht mehr das Problem, hierhin zurückzukehren.
Ja, da reden wir gleich mal mit Frithjof, sobald wir das Steinchen denn endlich mal gefunden haben. Irgendwo muss es doch mal sein, hä? Ach, Leute. Ich will doch nur den dummen Teleportstein haben. Liegt er vielleicht hier unten in der Hütte rum? Schauen wir noch mal. Man weiß ja nie. Ja, da haben wir doch. Teleportstein, wunderbar.